Kann ich dir helfen? Wenn Sie helfen möchten, sollten Sie weiter nach unten ins Dorf gehen. Okay. Bevor wir hier fertig sind, gehen wir die Nägel aus. Wir können noch mehr aus den alten Rücken nehmen. Wir hätten damit den, die wir nicht verbrauchen. Wir mussten das. Kann der Schmied nicht noch welche machen? Ich brauche ein paar Dutzend. Er macht so viele Preisspitzen, wie er kann, bevor sie eintreffen. Verzichte ich lieber auf Nägel. Du nicht auch? Hallo. Wir könnten Hilfe brauchen, falls ihr deshalb hier seid. Ich möchte helfen. Was kann ich tun? Wir wollen möglichst viele der Türme verstärken. Sie wurden letztes Jahr bei den Überschwemmungen stark beschädigt. Die Reparaturen laufen schon. Aber ich brauche weiteren Nachschub aus dem Tal. Wenn wir die Türme reparieren können, sind wir den Eindringlingen gegenüber im Vorteil und können die oberen Ebenen der zerstörten Türme erreichen. Helfen Sie uns? Ja, sicher. Ich versuch's. Danke. Bringen Sie alles zu mir, wenn Sie es gefunden haben. Haben Sie den Nachschub, den wir brauchen? Reicht das? Gut, gut. Lassen Sie einen Teil der Sachen in dem Korb da. Dann können wir die Reparatur beenden. Aber den Rest der Sachen müssten Sie bitte runter zum Turm am Seeufer bringen. Kommen Sie anschließend wieder zu mir. Zum zweiten Turm, okay. Ah, da unten. Hier ist ein optionales Grab, habe ich gehört. Nee, das hier scheint der Weg ins Dorf zu sein. Ich kann da hinrutschen. Da kann aber auch einer hin. Und nach da. Leid, wenn Sophia etwas unfreundlich war. Kein Problem. Ein Glück, dass Sie da waren, um für mich zu bürgen. Meine Leute kämpfen seit Jahrzehnten gegen Fremde. Die Gewohnheit legt man nicht leicht ab. Vielleicht können Sie ja bei den Vorbereitungen helfen. Ein bisschen harte Arbeit kann schon viel Vertrauen bewirken. Mal sehen, was ich tun kann. Ich bin doch schon dabei. Was kann man denn hier gebrauchen? Yay! Geil, wird immer besser. Super, freue mich. Achso, hier ist schon ein Seil gespannt. Ja, das ist ja einfach. Wo ist denn... Da hinten ist die Mission. Das war ja geil. Trinity wird bald hier sein. Wahrscheinlich aus der Luft kommen. Jacob sammelt Kämpfer oben im Dorf, um ihre Aufmerksamkeit dorthin zu lenken. Die Kinder und die, die zu alt zum Kämpfen sind, sind in den Katakomben der Akropolis sicher. Ich gehe dorthin, sobald hier alles vorbereitet ist. Du hast gesagt, sie sind schwer bewaffnet. Wie können wir erwarten, sie zu schlagen? Im offenen Kampf können wir nicht gewinnen. Sie werden uns schnell und hart treffen und uns Verluste zufügen.
Sie hoffen, uns beim ersten Angriff zu vernichten. Aber wir werden ihre Ungeduld zu unserem Vorteil nutzen. Das wird ein langer Kampf werden. Wenn wir überleben wollen, müssen wir sie langsam und strategisch zermürben. Wir lassen sie aus 100 Wunden bluten, bis sie nicht mehr können. Nur dann werden wir siegreich sein. Fürs Erste entzünden wir die Feuer und warnen die anderen im Tal. Heute siegen wir durch Überleben. Sammelt so viel Munition und Vorräte, wie ihr könnt. Versteckt sie in den Höhlen und Ruinen. Wenn ihr eure Aufgaben erfüllt habt, sammelt euch oben im Dorf. Verstanden? Ja! Verstanden! Gut. Geht jetzt. Möge der Prophet mit euch sein. Okay, gut. Aktuelles Einsatzziel. Herausforderungsgrab. Herausforderungsgrab. Optionale Mission. Ah, bringen Sie Ressourcen zum zweiten Turm. Ist schon geil hier. Oh, naja, eine Mission, okay, aber erstmal eins nach dem anderen. Wofür ist der gut? Der muss doch auch für irgendwas gut sein. Wo zur Hölle? Das hier ist doch nicht der zweite Turm, oder? Doch, das ist der zweite Turm. Was war das für ein Tier? Alter. Chillt euch mal, ich tue euch nichts. Alles ist gut.
Naja. Zwei Bärenfälle. So. Mission erfüllt. Sind Sie schon am unteren Turm gewesen? Ich habe die Vorräte beim anderen Turm gelassen. Dieser hier scheint fertig zu sein. Ist er, dank Ihnen. Jetzt sind wir den Eindringlingen gegenüber im Vorteil. Wir brauchen, was wir kriegen können. Sie sollten auf den Turm klettern, dann haben Sie einen besseren Blick über das Tal. Neue Ausrüstung, Kampf erprobt. Diese Musik die ganze Zeit so dünn, 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 dünn. Oh, das ist noch eine Bärenhöhle. Federn übersehen. Ich habe ja schon geschwungen, ich komme ja nicht mehr. Ach nee, doch, gar nicht wahr. Okay, finden Sie den Eingang. Aber da komme ich ja nicht rein, weil wegen nix Sprengkraft. Oder? Kann ich da irgendwo hochklettern? Und wieso ist mein Seil wieder weg? Da ist mein Hauptziel. Da komme ich nicht rein.
Ich gehe mal eben kurz zurück zum Lager. Vielleicht kann ich ja noch was Nützliches herstellen. Kampfvorbereitung. Oh wei, oh wei, oh wei. Soll ich das Huhn fangen oder was? Ne, machen kann ich nix. Ne. Hätte ich mir auch eigentlich denken können. So, okay. Wir machen jetzt Folgendes. Ich würde sagen, wir gehen einfach in der Mission weiter, ne? Das ist noch ein Bär. Wie läuft es mit dem Schneiden? Langsam. Man muss aufpassen. Durch den Rost gibt es Schneiden. Ich guck mir mal den Turm an. Ich kletter jetzt mal hier den Turm rum. Okay, warum ist hier ein Seil? Idiot. Warum kann man hier ein Seil festmachen? Weiß ich nicht. Aua. Eine hilfreiche Mission reicht ja auch, oder? Ja. Komme ich nicht rein? In Nasen, habe ich versucht. Leider nein. Oh, was ist dieses Überlebensversteck? Für die Fälle? Nein.
Ah. Ich grüße Sie. Hallo, na du alte Säge. Sie sind doch mit Jacob gekommen. Ja, das ist korrekt. Ich bin die Fremde hier. Alles klar. Ich brauche ein Drahtseil. Damit hat sich das leider erledigt. Wie geil das aussah. Schön gemacht. Hat zwar keinen nennenswerten Nutzen, aber... Sind wir sicher, dass das Kiefernharz brennt? Du hättest die letzten sehen sollen. Die hat man gar nicht mehr ausgekriegt. Selbst wenn nicht, der Gestank allein müsste reichen, um sie zu vertreiben. Kann ich etwas für dich tun? Ich weiß, du hast zu tun. Trinity wird bald hier sein. Es gibt noch viel zu tun. Aber ich möchte helfen. Lass mich zeigen, dass ich auf eurer Seite bin. Tut mir leid. Das ist keine leichte Zeit für uns. Ich sehe, dass du es gut meinst, aber guter Wille allein reicht hier nicht zum Überleben. Die neuen Pfeilspitzen sehen stumpf aus. Wenn ich jetzt hier ein Lager hätte, ne? Ich würde natürlich erstmal die Klamotten von denen hier anziehen. Ich weiß nicht, ob wir sie damit durchschlagen können. Wenigstens haben wir dieses Mal ein paar Gewehre. Ich ziehe mich jetzt um. Trinitys Anwesenheit. Die Leute, die darunter leiden. Das ist meine Schuld. Ich habe sie hergeführt. Gott, das passiert wieder, oder? Andere Leute leiden wegen meiner Taten. Nein, nein. Denk nicht so, Lara. Sonst wirst du noch verrückt. Trinity hätte diesen Ort früher oder später sowieso gefunden. Zumindest habe ich die Chance, ihm zu helfen, die göttliche Quelle zuerst zu bekommen und sie zum Wohle der Welt statt für mehr Schmerz und Leid einzusetzen. Ich muss mich konzentrieren. Für jeden, der gestorben ist. Jeden, den ich verloren habe. Einfach weitermachen. Ja, du kannst das, Mädel. Du bist so viel stärker, als du denkst. So. Alpha-Raubtier. Sperber. Antike Vorhut. Sibirischer Waldhüter. Lederjacke. Whiteout-Jacke. Aus-Shirt. Verbliebenen Jacke. Die haben nur so eine Schnurpselrüstung. Ich habe keine explosiven Pfeile. Sieht natürlich auch schon ziemlich cool aus, ne? Aber das ist so... Ich brauche irgendwas Sinnvolles. Ich habe ein leckeres Gewebe gelesen. Schnell heilen ist gut. Ah, sieht aber mehr so meh aus. Och man, das kann doch nicht so schwer sein.
Das reicht an Klamotten? Nein. Wir bleiben beim Nachtschatten. Beim Schattenläufer, sorry. Lara, ich könnte Hilfe brauchen. Unser Volk ist weit über das Tal verstreut. Wenn Sie das Signalfeuer entzünden, wissen Sie, dass Gefahr droht. Ich tue, was ich kann. Sobald das Feuer brennt, werden Sie wissen, was zu tun ist. Alles klar. Ich habe einen Huhn gefangen. Lauf. So. Na toll. Oh. Ich wollte gerade fragen, wo soll ich denn jetzt hinspringen? Was? Als ob ich das noch nie gemacht hätte. Nein! Warum springt sie zurück? Warum? Bist du doof? Warum bröselt alles auseinander? Hätte man hier nicht auch einfach nur einen Pfeil drauf schießen können? War ja klar. Willst du mich verarschen?